Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part. Ich bin krank. Jetzt nehme ich zu mal das 3. Wir machen weiter hier in einer geilen Welt. Ja. Ich habe heute Morgen das Level. Scheiße. Ich wollte nachgucken eigentlich, was da so abgeht, in dem Level, was der richtige Weg ist. Aber ich habe es leider vergessen. Ja. So, hier kann man nicht rein. Ich weiß jetzt, aber ich will den Weg da unten nicht gehen. Jetzt halt so. Was wollte ich denn jetzt? Oh, die Ficker, Alter. Die blöden Ficker, ey. So, ich bin einfach hier. Oh, du Blöder. Oh mein Gott. So, und jetzt bitte da hoch. Ja. Was ich erzählen wollte, ist, dass ich heute Morgen einfach mir gedacht habe, jo, ich spiele mal Brawl Stars 1 durch. Ich hab's getan, ich hab's durchgespielt. Und dann, das war jetzt nicht das krasseste Spiel der Welt. Das war halt eher, ein bisschen doof. Ein bisschen doof. Oh mein Gott! Aber das ist eine andere Sache. Ich hatte das nicht durchgespielt. Ich wäre tatsächlich erstaunt von mir selber gewesen. Ja, wie gesagt, ich bin krank, bin erkältet. Oder die ist wahrscheinlich auch nicht ganz gleich, aber husten. Ich merke, glaube ich, schnupfen. Das ist doof. Meine Nase läuft zumindest. Und wenn die zu ist, die ganze Zeit schnauben, dann ist meine Nase so gereizt. Wisst ihr, was ich meine? Ist die so ekelhaft gereizt und. Dann mache ich da Pinatencreme mal rauf, weil damit ich das am Tag wenigstens ein bisschen aushalte. Doch wenn man das in der Nacht halt auch hat, dann trocknet die Pinatencreme halt. Und am nächsten Tag, wenn ich aufwache, ist das trocken, wenn ich das bewege. Mir tut alles einfach mal weh. Alles tut mir weh. Also im Gesicht. Ist jetzt nicht überall, also mein komplettes Gesicht tut einfach weh. Wenn ich da die Scheiße habe. Deswegen hasse ich das immer am meisten. Das ist halt das Schlimme. Wenn man da so zu ist, ist es noch gar nicht so schlimm. Nicht so schlimm wie Dings. Oh, Ficker, Alter. Aber ja. Dabei kommt am Donnerstag, da kommt das beste Spiel der Welt. Na gut, vielleicht so hart nicht. eins der besten Spiele, meines Lieblingsspiele. Trilogie auf Deutsch raus. Und da bin ich dann leider krank. Das ist halt doof, würde ich sagen. Wenn man da viel. Ah gut, vielleicht ist es Donnerstag besser. Mal gucken. Wer weiß. Ich habe nicht mal einen Pilz. Wer weiß. Aber. Oh, war das ist das Level, wo ich gekotzt habe, wo ich nicht wusste, wohin? Ich weiß tatsächlich mal gar nicht, wo das war. Oh, Fotze. So jetzt auf die andere Richtung. Ich sage in letzter Zeit irgendwie so viele Schimpfwörter. Ich weiß halt nicht warum. Versteht's halt auch nicht, warum ich das eigentlich mache. Alter, dieses Flimmern. Ach, leck mich doch mit dem Pilz, ey. So schlimm. Das kriege ich ein bisschen, keine Ahnung, Raumkrebs, würde ich was sagen. Wo war ich denn jetzt? Aber das war's doch nicht gewesen. Ja, was? Ist doch gewesen. Aber ja. Aber ich muss bei Phoenix weiter sehr viel lesen und das ist halt vorlesen denn vor allem. Das würde es denn die Sache noch schwieriger machen. Vor allem mit Schnupfen.
Und vor allem, wenn es dann wie beschrieben mit der Nase und so ist. Das ist alles nicht schön. Alles nicht schön. Aber ich werde es sehen. Also ich habe gerade einen fürchterlichen Stream hinter mir. Dass meine Laune ein bisschen angeschlagen. Zumindest die erste Hälfte war gut, die zweite war schrecklich. Ich weiß nicht warum, aber Mario Maker Streams, die sind zwar schön erfolgreich. Also für mich ist das zumindest erfolgreich. Ja, witzig, was soll ich denn hier machen? Das ist ein Mario. Das ist hier ein Mario Maker Level. So sieht das aus. Ja gut, ich habe ja aber schon gedacht, dass das von daher ist. Ja, wie gesagt, die sind halt alle ein bisschen furchtbar. Wenn das mit den Level spielen und dann, Na, ich krank bin, ist auch scheiße. Ach du großer Gott, wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das für... Alter, wie viele Level hat denn der Scheiß? Oh Gott. Gott, aber ich weiß, hier ist mein... Hier hat das Spiel mal dann geendet für mich. Hä? Kann man da rüberspringen? Hält es mal an. Oh mein Gott. Ah, der bleibt stehen, der bleibt stehen. Das ist ein Ehrenmann. Der bleibt einfach stehen. Oh mein Gott. Okay. Aber ja. Oh, Hilfe. Leute. Vielleicht seht ihr ja dieses Video. Oh, scheiße, Mann. Ich habe keinen Hustensaft hier. Muss ich mir erst kaufen. Aber Leute, wenn ihr das seht hier, kauft ihr euch Astral Chain. Ich würde es mir ganz gerne kaufen, aber ich habe kein Money dazu. Kriegt man ja. Ich habe kein Geld dazu. Ich hätte es voll gerne. Aber meine Frage ist da. Welches ist mein Commentary? Was macht der Anzug? Eigentlich. Ja. Ist mein Commentary gerade ein bisschen schlecht, es tut mir leid, aber ist doch spannend, dass ich der einzige Part aufnehme, ach, was weiß ich verspreche gar nichts. Ich wollte eigentlich noch Pokémon aufnehmen. Ah, ist mir auch egal. Ja, mir geht's halt echt nicht gut. Meine Laune ist halt auch echt vom Stream angeschlagen. Die ist halt, lassen einfach nicht drüber reden. Hab ich noch ein Ding noch? Ah, fuck. So, hier und dann da. Wie kann nicht sein, dass hier nirgends von Item drin war? Ich kann mir nicht erinnern, dass ich irgendwo ein Item habe, war. Aber keine Ahnung. So, wie schlimm ist das Level jetzt? Das könnte man gut überfliegen, glaube ich. Erst mit zurückspulen und dann noch überfliegen. Scheiß Let's Play. Also ich finde es gar nicht so beschissen bis jetzt. Ich habe noch nichts verkackt. Und dann das mit ihm. Ja, also keine Ahnung, wie war das Gameplay halt. Also ich bin so ein Off-Topic-Gucker. Da wäre mir halt das Gameplay egal, weil ich möchte gerne Geschichten hören. Vom Streamer. Weil das ja nicht über Spiel redet oder was weiß ich alles. Sondern, weiß ich nicht. Geh nicht rein. Ist auch egal, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, ich hab nichts zu trinken hier, ist doof. Wie lange geht der Part schon? Erst 10 Minuten. Er kann noch nicht aufhören. Ich würde ihn ganz gerne beenden. Aber neu aufnehmen ist keine Option. Noch eine Burg. Oh, Bruder. Aber was mir momentan auch nicht auf die Nerven geht, ist, so, weiß ich nicht, generell Chats mit anderen Leuten. Sagen wir es mal so. Irgendwie mein Stream-Chat ist halt. Na gut, der ging jetzt in letzter Zeit.
Manchmal denke ich mir so, was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Oder mein Discord vielleicht auch ein bisschen. Ich denke mir auch manchmal so, hä? Oh Mann, ey. Jetzt ist er aktiv, das freut mich ein bisschen. Da ist jemand wieder gegangen, ich weiß auch nicht warum. Und der hat ein bösen Emote. Noch geschrieben und dann war er weg. Ja. Aber auch andere Chats nerven mich momentan. Ich bin zwar nirgendwo aktiv, aber mehr aktiv. Ich war mal früher ein bisschen, hab da ein bisschen geschrieben. Und manche Sachen sind halt echt schlimm, Alter. Aber früher habe ich immer ganz gerne so einen Chat, einen Livestream-Chat geschrieben. Doch heute ist mir alles unangenehm. Das hat sich tatsächlich auch immer alles ein bisschen verschlimmert. Ich würde da fast sagen, ich habe eine soziale Phobie. Das ist halt so, dass mir halt vor allem Gedanken mache, wie andere Menschen wie andere Menschen über mich denken. Und das stimmt. Das habe ich sehr hart. Dass ich mir immer Gedanken mache, ach Mann, das ist eigentlich viel zu peinlich. Und nee. Und dann denke ich mir manchmal bei manchen so, Alter, warum ist denen das nicht peinlich, dass sie da schreien? Das verstehe ich halt echt nicht. Aber du Fotze, Alter, stört halt noch mehr, du Pisser. Also wirklich. Und deswegen schreibe ich im Chat halt auch nicht mehr. Das ist halt ein bisschen doof. Alter, ich habe zum Beispiel also ich möchte halt vor allem nicht immer so aufdringlich vorkommen. Zum Beispiel, ich habe da ein Beispiel, nämlich ich habe mit Zahler am Podcast gemacht und wir hatten, das ist ja schon der zweite Versuch, dass wir den aufnehmen. Davor, dazwischen, weil haben wir, keine Ahnung, hat irgendwas verkatscht und dann hatten wir keine Lust mehr. Tatsächlich fand ich den wir da als erstes aufgenommen haben, viel besser. Alter, der war gut. Weil wir haben nicht ganz viel aufgenommen, aber was wir aufgenommen haben, fand ich sehr gut. Da war das mit dem Pokémon eigentlich sehr langweilig. Als erstes Thema und generell, ja. Und wir wollten uns dann nochmal neu aufnehmen und hatten wir alle keine Zeit mehr gehabt. Ich wollte ihn halt dann nochmal anschreiben, deswegen, weil ich bin mega heiß drauf gewesen, irgendwie irgendwas zu machen. Doch ich hab mich eine Woche drum gerungen, ihn anzuschreien. Ich mir gedacht hab, wie formuliere ich das denn, dass es nicht scheiße klingt und so, ist es mir doch nicht so peinlich. Lass ich das lieber und so. Das ist halt auch echt ätzend. Ich find's halt eigentlich auch voll krass, dass ich sowas mache. Mit auf hier Streams und dann Videos von mir selber. Das Gute daran ist, dass man nichts über mich weiß und mich auch nicht sieht. Das ist vielleicht das Gute. Das ist auch gut, dass ich das einfach auf einmal beenden kann. Ich kann alles löschen auf einmal. Gibt mir ein beruhigendes Gefühl eigentlich auch. Jetzt, keine Ahnung. Manchmal denke ich mir so, das ist mir alles viel. Jetzt ist mir alles viel. Tatsächlich. Ich weiß, ich bin ein bisschen komisch, aber keine Ahnung. Generell so, weiß ich nicht. Bin mit meinem Leben auch nicht zufrieden. Bin ich halt wirklich nicht. Ich will mich nicht beklagen. Das war jetzt nicht so die große Scheiße, aber manchmal irgendwie so. Warum nur? Was hab ich denn falsch gemacht? Was habe ich denn jemanden getan? Das ist so scheiße, das ist alles. Aber ich glaube, ich hatte jeder so eine. Dass man sich denkt so, was habe ich bloß verbrochen, dass ich mir nicht sowas bloß verdiene. Aber ja. Ich will mich jetzt auch nicht weiter klagen, das ist okay. Es ist okay, ist okay. Wo bin ich denn groß? Hier bin ich groß. Er duckt sich nicht, er duckt sich einfach nicht. Wieso sehen wir die Geisterstelle nochmal? Das ist ein scheiß Let's Play! Ja. Warum ich geschrien habe, weiß ich jetzt nicht. Mir war gerade so. Boah, die Fotze. Kleine Fotze abholen. Der ist aber ja auch richtig hässlich.
sind alle hässlich. Eigentlich sind die Überlegen alle hässlich. Sind nicht schön, sind nicht schön. Na los. Wuhu. Ach ja, ja, ja. Aber dann, was hat der für einen langen Bart? Naja. Na los! Gut, Welt 6 machen wir aber erst im nächsten Part. Bye!